ist, aber gib Gott versprechen, doch dass ich jetzt verspreche. Er denkt nach, was er nur verbracht hat. Und umgerechnet dann, wenn er unter mir gerechnet hat, der Wind kriegt und Blatt wendet, er hat zum Leben der Kopf. Was mich vor, dass du sagst, dass mein Diskurs retourne vers le futur. Il se remet à croire en la vie, l'amour, et voit autrement la mort. Passe son chemin quand on veut tirer en dehors du jour. Au lendemain, c'est le résultat d'une prière. On s'écarte en main, voit l'horizon jusqu'à la mer du jour. Au lendemain, c'est le résultat d'une prière. C'était maintenant, jamais, on tient pas compte d'hier. C'est un miracle. C'est vrai. C'est un miracle. C'est vrai. C'est un miracle. C'est vrai, c'est un miracle. Croyez-moi, au fond de ses yeux rouges, il voulait l'or, pas simplement que ça bouge. Ce mec aurait tué un pote juste pour pas rester sur la touche. À part les mots qui sortaient de sa bouche, à part en marche, mais si proche de tout, de tout, c'est tout. C'est déjà malgré ses idées larges, il cherchait l'ascenseur du premier au dernier étage, sois-en sûr qu'il en... We'll be right back.
So, ja, das war das kurze Video von WWE 2K14, wo ich ja, es 100% durchgespielt habe. Ne, das heißt durchgespielt. Ja, ich habe halt alles platiniert und ja, weil ich ja ein Let's Player bin, deshalb dachte ich mir, dass ich nach dem Video noch so ein kurzes, ja, so ein kurzes wieder dranhänge sozusagen, aber ihr seht ja nur Black Screen, weiß ich eh. Und ja, das heißt, ja, ich sag noch kurz was zu den Trophies, aber ja, ihr habt ja alles schon selber gesehen. Und die letzten zwei Trophies, die was ich noch schaffen hab müssen, die war es eigentlich für mich, ja, sagen wir, die vorletzte war für mich am schwersten eigentlich, weil ich das eh nicht so gern mag, aber für die Trophy habe ich halt gemacht, nämlich online spielen, weil ich musste 10 Ranglistenspiele muss ich gewinnen. Ich dachte mir zuerst, dass ich komplett erster Weltrangliste sein muss, aber das wäre dann wirklich schon zu extrem gewesen. Aber nee, ich muss einfach nur 10 Ranglistenspiele gewinnen. Und ja, jetzt steht es eigentlich, ihr werdet lachen wahrscheinlich, 10 zu 11. Also 10 Siege habe ich, 11 Niederlagen habe ich. Aber es ist mir eigentlich egal, weil ich spiele eigentlich. Online spiele ich bei WWE wirklich nie. Also, nee, gar nicht. Also, na, nee, nee. Da spiele ich nur die WWE-Welt immer. Und, das war für mich eigentlich das Schwerste von der Trophy zu holen. Und das andere, dort für die letzte Trophy, die was ich dann geschafft habe, also ich selber, weil von den Kategorien her war das ja Excuse Me, oder ja doch, ich glaube. Ich schreibe euch in die Videobeschreibung nochmal, welche Superstars man alle besiegen muss, damit man die Fotos vom Antrag bekommt. Also damit man die Trophy bekommt, Rest in Peace. Ja, und was kann ich noch sagen? Also insgesamt hat mich das schon etwas sehr, 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 sehr viel Zeit gekostet. Weil, ja, zuerst mal 30 Jahre auf WrestleMania, das war ja schon übelst lange, weil es waren ja 5 Kapitel mit Hulk Hogan, The Rock, Bret Hart, Shawn Michaels, Triple H, ja, und John Cena war es halt auch. Und ja, dort dauert die Match natürlich auch übelst lange. Ja, und die Titel zum Bekommen, also die Kleidung von den Superstars, das ging ja noch, weil dort, das war dann schon alles dabei bei den. Bei 30 Jahre auf WrestleMania war dann schon die Kleidung und alles dabei, hat man das gleich freigeschaltet. Nur die Titel zu bekommen, das war natürlich was anderes, weil dort musste man bei der WWE Welt, was für mich ja kein Problem eigentlich war, weil ich ja nur WWE Welt spiele. Aber das war dann schon ein bisschen ein Problem für die Titel, weil bei einem Match musste man mit einem erstellten Superstar, musste man in eine bestehende Rivalität, aber das war bei mir nicht immer so, weil ich eigentlich immer allein kämpfe, also ja, allein. In Take, die meine ich jetzt. Und das ging bei mir halt nicht einmal dann so gut, aber ich habe es doch dann hinbekommen. Und ja, dann habe ich aber einmal geschafft und dann wollte ich, komischerweise, ich wollte dann ein eigenes Spiel machen, also ein eigenes Spiel erstellen für den Titelkampf und für eine Rivalität. Das ging aber nicht, weil irgendwie so ein Bug war oder so, dass ich kein Champion bin, obwohl ich Champion war. Ich weiß auch nicht, was das war. Und dann, wenn ich gewonnen habe, dachte ich mir, okay, jetzt endlich habe ich die Kacke. Nur dann ist irgendwie das Spiel abgestürzt. Ich weiß auch nicht. Jetzt habe ich, ich glaube, ich, glaub, ich habe die 3, 4, 5 Mal habe ich das hier probiert. Aber es ging einfach nie. Aber dann irgendwie vor 2, 3 Tagen habe ich es dann irgendwie geschafft. Ich habe einfach ein Match gemacht. Ich habe gar nicht gecheckt, dass es um den Titel geht. Und so habe ich gewonnen. Und dann habe ich mich voll gewundert. What the fuck? Ich habe es jetzt geschafft. Ey, wie geil. Jetzt brauche ich nur mehr die Online-Matches gewinnen. 10. Und die Fotos freischalten und dann habe ich es auch schon geschafft. Und ja, das habe ich jetzt auch schon. Und ja, was kann ich sonst noch sagen? Eigentlich nichts. Also, ich habe jetzt da, das ist eigentlich mein erstes Spiel, was ich jemals platiniert habe. Und ich hoffe, ich werde noch ein paar andere Spiele platinieren. Ich nehme jetzt das Ziel, dass ich jetzt vielleicht Far Cry 3 platiniere. Das werde ich aber dann, bei meinem Let's Play, werde ich das aber auf meinem LP-Kanal machen, weil ja, bei meinem anderen Kanal habe ich ja schon alle die ganzen Trophies und das ist doch kacke, wenn ihr nichts mehr mitbekommt von den Trophies, wie was wann dann und so. Ja, und das werde ich dann bei meinem Let's Play-Kanal machen.
Let's Play, genau, Let's Play Profil bei der PlayStation. Und ja, gut, dann würde ich sagen, wir hören uns dann beim nächsten Video. Und ich hoffe, euch hat dieses kleine, ja, ich weiß auch nicht, was das war, einfach mal so zu zeigen, was man alles freischalten kann und soll, damit man WWE 2K14 auf Platin bekommt. Und ich hoffe, ich schaffe es auch WWE 2K15, wenn ich es dann habe, dass ich das dann auch platiniere. Ich hoffe es mal. Weil die anderen Wrestling-Spiele, die 2008, 2010, 2011, 2012, 2013, habe ich nicht platiniert. Und Legends of WrestleMania auch nicht. Und das eine TNA-Spiel, das habe ich, glaube ich, nur einmal oder zweimal gespielt. Aber ja, das ist eigentlich mein erstes Spiel, was ich platiniert habe. Und auch mein erstes Wrestling-Spiel, was ich platiniert habe. Na gut, okay. So, genug gelabert, Vega. Also, wir hören uns dann beim nächsten Mal. Also, Vega sagt...